So Leute, heute sind wir bei einem absoluten Muss, wenn man das Ries besucht, nämlich die Gegend um Harburg. Also entweder heißt die Burg Harburg nach dem Ort, in dem sie steht, oder heißt der Ort nach der Burg. Das ist mir jetzt leider nicht so ganz klar. Auf jeden Fall eine sehr imposante Burg, unsere Harburg, zu deren Füßen auch der Durchbruch des ehemaligen Sees Richtung Donau ist, den ich schon öfters erwähnt habe. Das Ries war ja damals gefüllt mit Wasser, ein riesiger See von 25 Kilometer Durchmesser. Ihr seht, es hat ordentlich Wind heute. Im Vordergrund seht ihr die Harburg. Ich weiß nicht, was los ist, also so viel Wind. Egal. Ganz im Hintergrund im Bild seht ihr die Wörnitz davon fließen. Ich habe jetzt also vor, mal kurz um die Harburg rumzufliegen. Hier links in dem Kessel ist der ehemalige, oder ist der Durchbruch der Wörnitz oder des Rieswassers gewesen, und heute ist noch davon die Wörnitz über. Übrigens, die Burg wollte mal Michael Jackson kaufen, ist aber dann doch nichts draus geworden. Ist schon ein imposantes Ding, wirklich toll restauriert, toll erhalten. Es gibt darin Säle, die man für Veranstaltungen nutzen kann. Es gibt Gastronomie. Allerdings glaube ich selber auf der Burg jetzt weiß nicht mehr, ob die noch existiert. Zumindest gab es einmal. Hier habe ich euch die Wörnitz und dahinter das, na, das ist echt uninteressant, Betonwerk. Ich will da keine Werbung machen. Hier fließt die Wörnitz Richtung Donau davon und kommt von der anderen Seite von Schillingsfluss, wo sie entspringt, bis hier runter. Es gibt oft erhebliches Hochwasser hier, wo manche Häuser bis zu 1 Meter, 1,50 Meter im Wasser versinken, manchmal vielleicht sogar noch etwas mehr. Ja, aber wieder zurück zur Burg. Die Umrundung vollenden. Hier unten sieht man auch den einen Tunnel von der B25 noch, links im Bild. Und dann möchte ich euch noch einen sehr alten Judenfriedhof zeigen, den ich aber in beträchtlicher Höhe überfliegen werde, um niemanden zu stören. Rechts davon, in dem Wald, ist ein Waldfriedhof. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da gibt es keine Gräber in dem Sinne. Da werden an Bäumen Löcher gegraben und Pappurnen mit der Asche des Verstorbenen begraben. Und auf weitere Grabpflege im Sinne von Blumen und so
wie wir sie kennen, wird gänzlich verzichtet. Es ist gerade hier mit der herrlichen Aussicht auf die Harburg im Vordergrund der Hühnerberg mit seinem neuen Umsetzer. Zu seinen Füßen vorne, er könnte schon den Judenfriedhof mit seiner Mauer erkennen. Ja, und rechts davon in dem Wald ist eben ein Waldfriedhof. Sehr ruhig, sehr gepflegt, sehr schön. Könnte ich mir für mich auch vorstellen, da mal zur letzten Ruhe gebettet zu sein. Rechts davon ist das Ries. Wir befinden uns praktisch hier auf dem Riesrand. Ja, und das wäre es im Großen und Ganzen schon das Wichtige gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen gerne auch unten in die Kommentare oder per Mail. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns bei einem der nächsten Riesgrader-Episoden wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen und rutscht gut rüber ins neue Jahr.